Hallo, ich bin Christian Arndt. Ich unterrichte hier an der Musikschule Keyboard, Akkordeon und habe ein paar Bands. Gut, man kann Keyboard genau wie das Akkordeon mit 6 Jahren anfangen, also mit der ersten Klasse. Und beim Keyboard wird es auch gehen, wenn man im Teenageralter anfängt und sich gleich auf den Pop-Rock-Bereich beschränkt. Ja, das würde natürlich auch gehen. Gut, kurze Erklärung. Keyboard, was ist anders als beim Klavier, beim Piano? Es ist natürlich elektrisch, das ist klar. Man kann hier verschiedene Sounds einstellen. Und auf dieser Seite, auf der anderen Seite, gibt es dann auch schon interessante Rhythmen, also ein intelligentes Metronom sozusagen. Gut, man kann da Aufnahmen damit machen, zweite Stimmen dazu machen. Also technisch ist es unglaublich vielseitig. Ich zeige euch einfach mal, wie man anfängt mit dem Fünftonraum. Zum Beispiel When the Saints. Anfängerniveau, aber wie gesagt, mit 5 Fingern fängt man an, rechts und als auch in der linken Hand, hauptsächlich am Anfang den Klavierklang. Okay, wenn wir jetzt ein bisschen in den Rock-Pop-Bereich reinkommen, zeige ich euch mal, wie man so ein bisschen Stimmung macht damit, ja? Schalten. Gut, das ist alles im Rock-Pop-Bereich möglich. Rock'n'Roll. Beliebt bei den älteren Schülern ist auch ein sogenannter Dance-Bereich. I Can Fly. Da hört man gleich die Effekte, die möglich sind. Ja, okay, also ihr seht schon, dass einiges möglich ist. Ja, ich denke, einen kleinen Eindruck habt ihr gekriegt. Wäre schön, ihr würdet euch dafür interessieren und wir sehen uns dann in der Musikschule wieder. Also, bis dann, Christian Arndt.